Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es wieder mit meiner Vi- Was? Zweiter Satz. Heute geht es weiter mit meiner Videoreihe 1000 Fragen an dich selbst. Und beim letzten Video sind wir bis zur Frage 370 gekommen. Heute geht es weiter und ich freue mich immer wieder auf diese Videos mit diesen Fragen und ich freue mich, dass das gut bei euch ankommt. Wundert euch nicht, was schon komisch aussieht. Ich habe vorhin ein Make-up-Video gedreht und habe hier überall, ja, seht ihr das? So loses Puder und so ein Kram. Ich wollte mich jetzt aber auch nicht umziehen, weil ja, ich bin eh nur zu Hause, also kann ich jetzt auch so rumlaufen, ne? Naja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Frage 371. Muss man immer alles sagen dürfen? Ich muss erstmal versuchen, die Frage zu verstehen. Also so wie ich sie verstehe, finde ich, man muss nicht immer alles sagen dürfen. Das habe ich auch schon ganz oft vor YouTube erlebt und bevor ich mich so öffentlich präsentiert habe. Man muss nicht immer alles sagen dürfen. Ich muss nicht zu jemandem gehen, der sich gerade hübsch fühlt und sagen, ey, ich finde dein Outfit hässlich, obwohl er mich nicht gefragt hat. Ich muss nicht zu einer Dicken gehen, die eine Tiger-Leggings trägt und sich hübsch fühlt und sagen, ich finde, du bist zu fett für die Leggings. Ich finde dein Make-up hässlich. Ich finde dich hässlich. Also die Person fragt mich ja nicht, weißt du? So, klar, ich habe das auch mal mit meiner besten Freundin, wenn ich was ganz Komisches anhab, dass sie dann da so hängt, so, Bro. So, weißt du, so auf humorvoll und so offen und ehrlich, das ist okay. Aber ich finde, man muss nicht immer, man muss kein Arschloch sein, nur weil Meinungsfreiheit herrscht. Man soll nicht lügen, man soll niemanden in den Hintern kriechen, aber man muss nicht immer alles sagen dürfen. Wem solltest du mehr Aufmerksamkeit schenken? Mir selber. Also so, ich habe nicht genug, nein, nicht in dem Sinne, aber meiner Gesundheit, meiner Seele, meinen Bedürfnissen, diesen emotionalen Sachen, weißt du? Dem sollte ich schon mehr Aufmerksamkeit schenken. Doch, kannst du gut loslassen? Kommt drauf an, bei manchen Dingen gar nicht oder extrem schwer. Und bei anderen Sachen bin ich hammer-eiskalt, Digis. Also so, wenn da ein innerlicher Cut von mir kommt, kann ich 15 Jahre mit der Person befreundet gewesen sein. Oder was weiß ich, das juckt mich dann gar nicht mehr. Also das ist bei mir, es kommt drauf an, warum die Wege sich geschieden haben, wie es dazu kam, wie meine emotionale Bindung dazu war und sowas. Also manchmal ja, manchmal sehr schwer. Wofür bist du dankbar? Ich bin dankbar für die Menschen, die mich lieben. Ich bin dankbar für meine Gesundheit, ich bin dankbar für mein Aussehen. Nicht, weil ich denke, dass ich die geilste bin, aber ich habe schon positive Aspekte bekommen von Gott. Ich bin dankbar dafür, dass Gott mich auf meinem Weg begleitet. Ich bin dankbar für euch. Ich bin dankbar für das, was ich gemeinsam mit euch aufbaue. Für die Liebe, die mich umgibt. Für so vieles. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und gesegnet. Sind Komplimente von Leuten, die du nicht kennst, wichtig für dich? Ja, kommt drauf an, wenn jetzt irgendein fremder Typ zu mir kommt und sagt, oh, du bist voll hübsch oder so. Ja, okay, danke, freut mich. So, ist trotzdem manchmal sehr ehrlich und nett gemeint, das freut mich dann auch. Und es kommt auf die Person an. Also manchmal höre ich ja auch von meinen Followern so, ey, deine Make-up-Skills haben sich hammer verbessert, hammer gut. Oder ey, deine Videoquali oder dies oder das. Und das ist dann schon positives Feedback für mich so, ne? Obwohl ich euch nicht kenne. Aber auch wenn wir uns fremd sind, seid ihr mir ja schon irgendwie nah. So, weißt du, manchmal treffe ich Follower, die umarmen mich so von Herzen, als wäre ich ihre Mutter. Und ich denke so, egal, komm her, Brudi, so, weißt du. Ja, bei euch ist das, glaube ich, nochmal so ein anderes Ding mit Fremden. Also es kommt, glaube ich, auch auf die Person an und wie sie mir das Kompliment gibt und wofür. Vor welchen Tieren hast du Angst? Oh, ich habe noch nie eine Schlange gesehen, da habe ich bestimmt vor Angst. Ja, Spinnen mag ich gar nicht. Ja, und ich glaube, wenn ich so große Tiere sehen würde, so einen Löwen oder so einen Elefant und so, sollte ich auch Angst haben. Aber ich würde dann so in meiner kindlichen Naivität, die ich ja so ein bisschen habe, so denken, oh, hallo, ein Elefanti, du hast ja einen tollen Rüssel und weißt du, wie ich meine? Weswegen warst du zuletzt vollkommen verwirrt? Vollkommen verwirrt? Gestern war ich ziemlich verwirrt, weil ich ein Video hochgeladen habe auf YouTube und YouTube gesagt habe, nö, keine Werbung, keine Monetarisierung, bla. Weil ich kriege ja natürlich Geld, wenn ihr die Werbung bei meinen YouTube-Videos durchlaufen lässt. Ich weiß, manchmal nerv ich mit den Werbeclips, bla bla. Geht währenddessen pischen oder so. Manche gehen ihr Klo putzen, so auf korrekt, so, ne? Die Masse an Leuten, die die Werbung durchgucken, macht's halt, ne? Und vor allem das Video bis zum Ende gucken. Und YouTube sagte, obwohl nichts Schlimmes an dem Video war, keine Schimpfwörter, nichts Sexuelles, bla. Ja, nee, das wird nicht monetarisiert, keine Werbung. Und danach schrieb mir eine Followerin, dass sie während einem 13-Minuten-Video 9-mal Werbung hatte. Und das fand ich hammerfrech, weil ich persönlich habe nur 2-mal Werbung geschaltet, davon mal abgesehen. Und YouTube sagt mir, nee, gar keine Werbung, kein Geld für dich, Pech gehabt für deine Arbeit. Da habe ich 25 Euro nur für das Video investiert. Und sie schrieb mir das dann so, da war ich verwirrt. Was hast du immer im Kühlschrank? Energy, ist echt eine doofe Macke von mir. Im Moment so Orangen- und Grapefruitsaft, Aufschnitt,
Ich wünschte, ich hätte immer Jogurette im Kühlschrank, weil das hammer lecker schmeckt, wenn es aus dem Kühlschrank kommt. Aber ich esse die immer so schnell, dass ich keinen Nachschub kaufen kann. Salatdressing, weil ich immer wieder Hoffnung habe, Salat viel zu essen. Der ist Gott sei Dank lange haltbar, aber sonst. Genierst du dich dafür, dass du bestimmte TV-Sendungen schaust? Nee. Also vor allem, ich gucke halt kein Fernsehen. Das kommt ja dazu, so weißt du. Also deswegen, aber wenn ich jetzt irgendwas gucken würde, so... Es gibt ja irgendwie so Serien, wo die sich nackt daten beim ersten Date oder... Asi-TV oder keine Ahnung. Warum soll ich mich schämen, wenn ich das gucke? Gucke ich das? Guck mit oder lass es. Wann hattest du die beste Zeit deines Lebens? Ich weiß gar nicht. Also, ich habe tolle Zeiten im Leben gehabt. Ich habe schreckliche Zeiten im Leben gehabt. Also, ich habe jetzt so eine tolle Zeit in meinem Leben vom Ding her. Ich arbeite, ich verdiene Geld mit meiner Leidenschaft, mit meinem Spaß. Ich habe tolle Follower. Ich habe Menschen, die mich lieben. Menschen, die ich liebe. Bla und so. Und trotzdem gibt's halt Phasen oder Zeiten, die echt schwer sind und doof, aber trotzdem ist doch jeder Moment eigentlich immer der beste. Also, hast dumm gesagt, jemand stirbt, jetzt ist nicht der beste Moment deines Lebens. Aber weißt du, wie ich meine? Eigentlich ist ja mein ganzes Leben so gesegnet, dass es immer ein Grundlevel an Gut hat. Also, ich wüsste nicht, wann die beste Zeit meines Lebens war. So, weil jede Zeit Vor- und Nachteile hatte, so. Ja. Wen hast du zu Unrecht kritisiert? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, wen ich wann zuletzt kritisiert hätte. Ich glaube, mich vor kurzem. Also ich wüsste nicht, wen ich sonst kritisiert hätte in letzter Zeit. Aber mich habe ich krass kritisiert und hatte echt einen Down so mit meiner ganzen Social-Media-Sache und so. Und das war echt heftig. Wir müssen noch ein bisschen am Nachbeben, aber es wird besser. So, aber sonst wüsste ich nicht. Also, ne. Machst du manchmal Späße, die du von anderen abgeschaut hast? Normal. Kennt ihr den von Duck Heavenen? Bla 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 bla. Mann, ich kann das nicht so gut. Wisst ihr, was ich vor kurzem gelernt habe? Guck mal auf mein Gesicht, das sieht hammer komisch aus, wenn man das macht. Normal. Oh, okay, das war's mit dem Make-up. Normal, wenn ich Sachen von anderen lerne, die lustig sind und so, klar mache ich das auch so, klar. Bestellst du im Restaurant immer das Gleiche? Ja, Mann, meistens schon. Also zu 85% hänge ich im Restaurant, hänge da 10 Minuten an der Karte... Und bestell dann doch das Gleiche. Gibt es etwas, das du insgeheim anstrebst? Ja. Was heißt insgeheim? Also insgeheim, weiß ich nicht. Also es gab eine Schönheits-OP, die ich lange, lange im Kopf hatte, wo ich aber noch sehr unentschlossen bin. Ob ich die mal machen werde, da wissen nicht so viele drüber Bescheid. Also wenn ich sie mache, erzähle ich euch das, ne? Normal, ich nehme euch dann mit und, also nicht in dem Saal, also ein bisschen privat, aber ich würde es euch offen erzählen, aber die Gedanken bis dahin und falls ich es überhaupt mache, was ich nicht glaube, ich weiß es nicht, das ist noch sehr insgeheim und sonst? Ne, ich glaube nicht. Wie würdest du deine Zeit verbringen, wenn du alles tun dürftest, was du willst? Ich würde ganz viel essen, wenn ich jetzt nicht krass dick werden würde. Ich würde nur essen, kuscheln, entspannen, aber ich würde auch meinen Job weitermachen. Also mein YouTube-Social-Media-Kram mit euch so, weil ihr seid ja auch ein Teil meiner Welt und ich glaube, ich auch ein Teil von eurer Welt. Also ich könnte, glaube ich, nicht nur chillen. Nur ohne was anderes zu machen, so weißt du. Ich würde gerne reisen. Das wäre cool. Ich würde dann reisen, vloggen, jemand anderes schneidet die dann. So, und ich traue mich halt immer dann nicht so. Ne? Aber ich glaube, das würde ich machen. So viel reisen und Sachen angucken und... Ja, die Welt erkunden so. Was begeistert dich immer wieder? Deutscher Hip-Hop. Worte, Bücher, Texte, Sätze. Welche Sachen kannst du genießen? Schlafen, Essen, Nachtisch essen. Das Meer, manchmal also so einige Sachen. Findest du es schön, etwas Neues zu tun? Ja, ich bin dann manchmal sehr, sehr aufgeregt und traue mich nicht. Aber wenn ich mich dann getraut habe, war es bisher, ich glaube, immer positiv, ja. Also es ist schon schön, etwas Neues zu probieren, aber ich bin halt manchmal so ein Schisser, weißt du? Stellst du lieber Fragen oder erzählst du lieber? Kommt auf die Person an. Meistens erzähle ich lieber, aber da muss die Person schon mir nah sein oder so, ne? Aber auch damit ich Fragen stelle, weil wenn sie mich nicht interessiert, stelle ich keine Fragen, aber ich erzähle schon gerne, ja. Was war dein letzter kreativer Gedankenblitz? Kann ich euch nicht verraten. Hat aber mit meiner Merch-Planung zu tun und mit etwas von mir für euch, was schon sehr persönlich ist, was auch nicht teuer sein wird für euch so und was euch Selbstliebe geben soll. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber wenn es soweit ist, werdet ihr das sehen. Wenn wir bei dem Thema sind, könnt ihr mir gerne in die Kommentare mal einen Satz schreiben oder einen Gedanken von mir, der euch geholfen hat, selbstbewusster zu werden, mehr Selbstliebe zu haben, mehr auf die Meinung von anderen zu scheißen, weil ich habe viel die Rückmeldung bekommen, mega viel, dass manche das von euch durch mich bekommen haben. Und schreibt mir doch gerne, welcher Satz, Gedanke oder irgendwas euch dazu gebracht hat oder was sich da eingebrannt hat als Satz von mir bei euch oder sowas. Das wird mir helfen. Bei welchem Song drehst du im Auto das Radio lauter? Summer Jam, Casanova, Ariana Grande. Diggis, wie spricht man sie aus? Habe ich hier sogar vor mir am PC. Ist jetzt nicht das richtige Lied, aber Boyfriend hat sie frisch rausgebracht und ich bin ein Riesenfan von ihr. Mega doll. Das ist für mich eine der schönsten Frauen, die ich kenne. Die ist so schön, das tut schon weh, finde ich.
Und ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Ich höre den manchmal, aber schreibt mir das mal, wie man den ausspricht, weil man glaubt mir nicht. Ich bin Hammer der Fan von Ariana Grande. Ich sag dann immer Ari. So, und Boyfriend ist ganz neu von ihr, höre ich seit 2 Tagen nur. Mac Miller, ihre Songs, sowas so. Wann hast du zuletzt enorm viel Spaß gehabt? Ich glaube, auf der Hochzeit vor kurzem von einem befreundeten Pärchen. Die hatten so eine Hochzeit in Richtung Mittelalter. Und das war so schön und so emotional und so lustig. Und da habe ich sehr viel Spaß gehabt. Man hat es mir nicht angesehen. Ich saß da nur still und so. Aber innerlich so, manchmal bin ich dann so ganz still. Aber ich hatte sehr viel Spaß. Muss dein Partner auch dein bester Freund oder deine beste Freundin sein? Ja, das finde ich schon wichtig. Ich finde, wenn man eine Beziehung führt, sollte der Partner schon auch der beste Freund oder die beste Freundin sein. Also auch ein Brudi und ein Kollege und nicht nur, oh mein Liebling, oh Hasi, Pupsi, Schatzi und so. Welchen Akzent findest du charmant? Oh, weiß ich nicht, Digis. Ich kann gar nicht mit Akzenten und Dialekten um, ne? Das macht mich wahnsinnig, wenn Leute so sprechen. So, ich kann keine Dialekte nachsprechen. Aber so bayerisch und sächsisch und französisch und ne. Ich mag Dialekte und Akzente gar nicht. Kann die Person nichts für, ist ja nicht schlimm, aber ist gar nicht meins. Was ich einfach cool finde, ist so dieser russische Akzent. So, ich finde den nicht charmant, aber krass. Hallo, was willst du jetzt machen? Russischer Akzent, der ist richtig gut. Ich würde mich richtig freuen, wenn ich Akzent hätte, so russischer, aber habe ich nicht. In welchen Momenten des Lebens scheint die Zeit wie im Flug zu vergehen? In den schönen und guten Momenten. Die schlechten, schmerzhaften Momente ziehen sich immer herzzerreißend doll in die Länge, aber die schönen, atemberaubenden Momente, die vergehen wie im Flug. Wann hast du zuletzt deine Frisur geändert? Ich glaube, vor 1,5 Jahren, 1 Jahr habe ich oben dunkel gemacht und unten so rot-pink und vorher hatte ich immer knallrot. Also da bin ich auch so ein kleiner Schisser, aber ich mag es ja irgendwie. Also ich finde es gut, aber ich denke, so grün wird auch gut aussehen. Aber dann denke ich, nee, dann vermisst du rot. Also ganz komisch. Ist an der Redensart aus den Augen, aus dem Sinn etwas dran? Ja, manchmal dauert es sehr, sehr, sehr lange, aber da ist schon was dran. Wie nimmst du Tempo aus deinem Alltag? Boah, kann ich nicht beantworten, weil mein Alltag immer auf Action ist und immer auf Tempo und immer auf Arbeiten und manchmal doppelt Sachen erledigen und dies und das und so. Wenn ich mit Rory am Strand bin, das nimmt dem Ganzen ein bisschen Tempo raus. Wenn ich schlafe, wenn ich mit Rory kuschel, sowas. Machst du jeden Tag etwas Neues? Nö, ich habe oft Ideen und setze die um und sowas, aber manchmal oder häufig fehlt mir auch die Zeit, aber ich mache nicht jeden Tag was Neues. Letzte Frage. Bei welchen Gelegenheiten stellst du dich taub? Wüsste ich gar nicht. Also wenn mich jemand nervt, sage ich ihm das auch irgendwann. Oder wenn jemand unhöflich oder respektlos ist, sowieso sofort. Und ich habe jetzt auch nicht Menschen um mich rum, die mich so stressen, dass ich mich taub stellen muss und so. Also da wüsste ich jetzt nichts. So. Welche Fragen könnt ihr mir denn beantworten, welche mich sehr interessiert? Könnt ihr gut loslassen? Was habt ihr in meinem Kühlschrank? Wann hattet ihr die beste Zeit eures Lebens? Wie würdet ihr eure Zeit verbringen, wenn ihr alles tun dürftet, was ihr wollt? Was begeistert euch immer wieder? Ja, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und macht ihr jeden Tag was Neues? So, Digis, das waren jetzt auch schon neue Fragen. Und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Das fand ich wieder sehr interessant und spannend. Ich hoffe, ihr auch. Falls ihr tippt habt... Deutsch-Tipps, Digga. Falls ihr Tipps habt, wie man einen russischen Akzent verfeinern kann, schreibt das unbedingt in die Kommentare so. Das war's jetzt auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst, Digis. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und ja. Okay, meine 5 Minuten kommen während der Verabschiedung. Warte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und sage Tschüsschen mit Küsschen. Tschüss. 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 Puh. Und auf Wiedersehen.